Danke, liebe Beate, ein klares Statement. Und ich übergebe an die letzte Frage an den Juristenkollegen Edgar Simond. Ja, schönen guten Tag allerseits. Ich bin schon vorgestellt worden, ich muss meinen Namen nicht mehr nennen. Ich habe natürlich jetzt ganz viele Fragen an den lieben Professor Dr. Werner Bergholz, der jetzt gerade sich verabsentiert hat, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen fange ich mal mit den anderen Fragen an. Also das Erste, was mir aufgefallen war, war Folgendes. Ich habe vor Gericht die Erfahrung gemacht, und da bin ich ja nun häufiger gewesen in letzter Zeit, dass der stete Tropfen den Stein hüllt. Also ich habe einen Richter gefunden bei uns in der Gegend, wo ich herkomme, sage ich mal ganz vorsichtig, ohne einen zu nennen. Da habe ich 3 Verhandlungen gebraucht, bis ich ihn soweit hatte, einen Beweisbeschluss zu fassen über die Giftigkeit von Teststäbchen. Also, das ist auch ein Thema, ja, das immer wieder untergeht. Keiner weiß, was drin ist, keiner weiß, was sie bewirken werden. Langzeitwirkung kennt kein Mensch. Ist ja nach Auffassung des Bayerischen Obersten Landesgerichtes nur ein hinzunehmender Eingriff, ja, genauso wie die Maske. Also ist mir unbegreiflich, wie das überhaupt bei Richtern so sein könnte. Aber gut, das heißt, was die Kollegin Barner gerade gesagt hat, aufklären, 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 auch vor Gericht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und das darf ich den Anwaltskollegen mitgeben, seht zu, dass ihr die Bude voll habt. Das heißt, wenn Leute hinten drin sitzen aus dem einfachen Volk und dort der Verhandlung folgen, reagieren Richter völlig anders. Bei der ersten Verhandlung haben sie Angst, weil sie glauben, sie sind jetzt in einer faschistischen Veranstaltung, wie ich das schon öfter gehört habe. Bei der zweiten Veranstaltung haben sie dann verstanden, da geht es nicht um Faschismus. Und bei der dritten Veranstaltung haben sie kapiert, es geht um uns. Und um uns alle. So. Auch um sie. Das ist auch ein psychologisches Moment, das wir nicht vergessen dürfen. Wir können nicht erwarten, dass jemand, der einen schweren Fehler begangen hat und dem wir das jeden Tag um die Ohren hauen, auf einmal die Seite wechselt. Das ist fast ausgeschlossen. Psychologisch einfach unmöglich. Wir kennen das aus dem Bekanntenkreis. Wir haben Verwandte, die sind geimpft worden. Wir sind ungeimpft. Wir sitzen an einem Tisch. Das Gespräch kommt auf das Thema und boom, ist die Granate im Raum explodiert. So. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass die Menschen jetzt auf einmal Einsicht zeigen und sagen, das, was wir 2,5 Jahre lang gemacht haben, andere diffamiert haben, Leute gespritzt haben mit einem hochgiftigen Stoff, dass wir diese Sachen jetzt auch mal vergessen und von vorne anfangen. Deswegen habe ich noch keine psychologische Lösung für dieses Problem. Und das macht es auch so schwer, am Ende des Tages diesen Umschwung in der Gesellschaft herbeizuführen. Da muss ich mir überlegen, nach den Statistiken sind ja 70-80% der Leute geimpft. So, und bei den Entscheidungsträgern in den Verwaltungen, bei den Entscheidungsträgern in den Gerichten, haben wir das Riesenproblem, dass wir da einen Umschwung herbeiführen müssen. Und zwar einen persönlichen, innerlichen Umschwung. Und dann stehen die Ärzte vor allen Dingen auch noch vor dem Problem, dass sie, wie die Kollegin Barner vorhin ausgeführt hat, sich auch noch haftbar gemacht haben. So, wie soll denn jetzt einer hingehen und sagen, ja, kommt mal her, Jungs, jetzt werde ich euch mal ein bisschen wieder kurieren, nachdem ich euch die Gesundheit versaut habe, bringe ich das jetzt alles wieder ins Lot. Das wird nicht funktionieren. Da bin ich sehr sicher. So. Und jetzt ist der liebe Kollege Bergholz da und den würde ich gerne nochmal 2 Fragen stellen. Es gibt, ich weiß nicht, du warst ja in dem Bundestag-Ausschuss drin. Es gibt ein Symposium aus dem Jahre 2020 der FDA. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal geschickt. Da sind sämtliche Nebenwirkungen, die wir heute sehen, in unter anderem auch das multiinflammatorische System bei Kindern, Syndrom bei Kindern, das dort erstmalig dokumentiert worden ist und dann jetzt eine eigene ICD-10-Nummer hat. Die stehen alle da drauf. Das ganze Blatt ist nur eine Zehntelsekunde zu sehen im ganzen Film und wird dann sofort wieder ausgeblendet. Das heißt, man muss den Film speichern, zurückspulen, ein Bildschirmfoto machen und dann kann man es sehen. So. Ist diese Kenntnis, die ja schon seit September 2020 in Amerika bestand, in diesen Ausschüssen, in denen du warst, jemals Gesprächsthema? Also es gibt die Vereinbarung, dass man über die diskutierte Inhalte und wer was gesagt hat, schweigt. Aber ja, also, das war ja der Kenntnis. Genau, sagen wir mal, es ist, wenn man diesen Bericht liest, sieht man ja, Impfung kommt nicht vor. Das ist also mal beschlossen worden. Und das ist, finde ich, die größte Schwäche überhaupt dieser Kommission, dass das ausgeklammert wurde, mit dem Argument, ja, das weiß die STIKO ja viel besser. Und, oder das Paul-Ehrlich-Institut. Und die haben ja heute gesehen und ich bin der festen Meinung und ich war ja auch dankenswerterweise dabei, als die Paul-Ehrlich-Institut-Mitarbeiter
bei dem Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht befragt wurden. Mein Fazit ist, das Paul-Ehrlich-Institut ist nicht mal im Ansatz in der Lage, die Sicherheit oder die Risiken dieser Gentherapie vernünftig zu beurteilen. Und die machen ganz viel von dem, was man normalerweise machen würde, wenn man ernsthaft interessiert wäre, das Ganze zu erfassen, machen die einfach nicht. Es waren einige Fragen von mir, beziehungsweise auch dem Kollegen Matissek. Ja, das ist ihm doch bekannt. Da war die Antwort zum Beispiel Fremdkörper. Solange das kein Peer-Review-Journal ist, interessiert uns das nicht. Also, ich bin sprachlos. Sollen die doch das Peer-Review durchführen? Wäre doch mal eine Maßnahme, ne? Also, man muss absolute Grundregel bei Risikomanagement oder Qualitätsmanagement oder auch wenn ich ein Problem, ein komplexes Problem lösen will, ist die Grundregel, ich muss alles, was ich an Fakten erfassen kann, muss ich einfließen lassen in die Bewertung, eventuell irgendwelche Nachrecherchen, insbesondere wo ist das Problem und wo ist es eventuell nicht, weil das wird oft vernachlässigt und erst daraus ergibt sich der Fingerabdruck der Ursache des Problems. Ich meine, hier ist die Ursache wohl ziemlich klar, aber das wird, also ich verstehe es nicht, diese beiden Mitarbeiter können sich nicht darauf berufen, dass sie nicht ausgebildet dafür wären. Ich weiß, ich habe vom Dr. Wagner, der für die Chargenprüfung verantwortlich ist, eine Veröffentlichung gelesen, die war sehr gut. Und im Vergleich dazu hat er bei der Befragung eigentlich nicht konsistent reagiert. Was auch immer da der Grund ist. Ja, das will ich auch nicht weiter erforschen. Ich habe noch eine Frage, weil meine liebe Frau mitgekommen ist, auch Rechtsanwältin, auch mit uns an der Front tätig, die sich momentan sehr viel mit der Frage der Masernimpfung auseinandersetzt. Ich habe nur eine kurze Frage dazu. Weiß irgendjemand aus dem Podium, ob das auch mRNA-Wirkstoffe sind zukünftig oder ob das noch Totimpfstoffe sind? Die Frage gebe ich an den Impfung. Derzeit sind in den Masernimpfstoffen keine mRNA-Moleküle drin. Es ist sowohl für Influenza als auch für Masern angeblich vorgesehen, mRNA-Produkte zu schaffen. Ich habe mir selber auch die Frage gestellt, wie werden wir in Zukunft prüfen können, ob da jetzt etwas beigemischt ist oder nicht. Und ich kann nur sagen, der unter Anführungszeichen Vorteil der Empfindlichkeit der mRNA-Impfstoffe ist der, dass sie ja gefroren gelagert werden müssen. Das heißt, wenn ein Impfstoff nicht gefroren gelagert werden muss, dann ist davon auszugehen, dass da auch keine mRNA drinnen ist, zumindest nicht das, was im Moment ist. Wer weiß, was die Zukunft bringt, also das muss man schon dazu sagen. So sicher wäre ich mir bei den Nanopartikeln, also den kationischen Lipiden, dann nicht mehr. Also ich glaube, das wird etwas sein, was man in Zukunft gesondert wird bewerten müssen. Und es gibt meines Wissens nach sowohl in Deutschland als auch in Österreich mittlerweile Einrichtungen, die sich darauf spezialisieren möchten, sozusagen auch sogar chargenspezifisch, dass ich das Wort rausbringe, Impfstoffe zu untersuchen, ob da eventuell Beimengungen drin sind, die nicht deklariert sind. Danke, lieber Martin. Und ich möchte mal aufnehmen, Edgar, was du gesagt hast, was wirklich wichtig ist, dass Leute bei den Verhandlungen mit dabei sind. Ich bin auch sehr dankbar. Ich möchte an dieser Stelle mich bei all den Menschen bedanken, die auch gestern gekommen sind. Da waren wir etwa 100 Leute in der Straße vor dem Gericht und auch im Gerichtssaal waren immer wieder Leute dabei, die das Ganze beobachtet haben. Das hat mir Kraft gegeben, mir Stärke und Rückendeckung gegeben. Da bin ich sehr dankbar und ich wünsche das allen Menschen, die wegen dieser Dinge vor Gericht stehen, total wichtig. Und das Nächste, was du gesagt hast, wir müssen die Spaltung überwinden. Das wird auch ein Thema sein. Wir können nicht alle Geimpften auf ewig als unsere Feinde erklären, sondern wir müssen Brücken bilden. Wir müssen mit ihnen zusammen, auch wenn sie uns manchmal selber skurril anschauen und belächeln.